Hallo liebe Sportclub-Freunde, hier ist Nachgefragt XXL. Wir wollen auf die Hinrunde blicken. Die ist zu Ende und bei uns ist der Trainer Alex Ende. Herzlich willkommen, Alex. Hallo zusammen, grüßt euch. Lasst uns mal schauen auf diese spannende erste Hälfte der Saison. Zum Auftakt, Alex, gab es dann 3 Niederlagen. Es war alles andere als optimal. Gab es da irgendwann mal Zweifel? Habt ihr da im Team irgendwie die Köpfe zusammengesteckt und wie habt ihr am Ende die Herausforderung gemeistert und die Kurve bekommen? Ja, danke erstmal für einen guten Einstieg. Normalerweise wünscht man sich einen Anfang, auch hier ein Interview vielleicht mit was Erfreulichem. Jetzt fangen wir mit 3 Niederlagen an. Ja, es kommt gleich das Erfreuliche. Wir können heute drüber lachen, weil wir die Kurve bekommen haben. Sicherlich haben wir uns den Saisonstart alle anders vorgestellt. Ich finde aber, dass man differenzieren muss zwischen reinen Ergebnissen, die waren ungenügend. 0 Punkte aus 3 Spielen ist sehr, sehr schlecht, aber die Art und Weise war nicht durchgehend sehr, sehr schlecht. Und wir haben nach diesen 3 Spielen auch zusammengesessen mit der Mannschaft, natürlich, wie man es immer macht, akribisch zu arbeiten und auch den Austausch zu suchen und gefragt: Jungs, ey, müssen wir an vielen Schrauben drehen, müssen wir etwas von unserer Herangehensweise überdenken? Und ganz, ganz wichtiger Moment. Aus der Gruppe volle Überzeugung vom Trainerteam: Nein, es war einfach richtig viel gut. Wir sind bestraft worden für Kleinigkeiten, die nicht gepasst haben, die wir aber dann peu à peu ab diesem 3. Spieltag auch viel besser gemacht haben. Und ja, vielleicht war gerade diese Anfangsphase sehr, sehr wertvoll, weil wir haben schon mal so eine schlechte Phase mitgemacht mit vielen Niederlagen. Und sind trotzdem bei uns geblieben und sind positiv geblieben und haben unsere ganze Art und Weise nicht hinterfragt, sondern sind in einer schwierigen Situation bei uns geblieben. Und das ist was Besonderes. Also war diese Art und Weise, die ja passte, einfach auch dann das, was euch beruhigt hat, zu sagen, das kommt irgendwann. Ergebnisse werden folgen, wir bleiben ja ganz entspannt und irgendwann kommt was Zählbares. Das kam dann ja auch. War das so ein bisschen nachher der Schlüssel, ruhig zu bleiben und zu sagen, lasst uns mal machen, wir wissen, was wir tun. Ja, ich glaube, man muss sich ab und an auch mal lösen vom reinen Ergebnis und analytisch drauf schauen. Gerade wenn ich das erste Heimspiel hier zu Hause, wo natürlich für alle von euch auch, alle Fans, total viel Freude da war, wir dieses erste Heimspiel nach zig Jahren hier zu Hause genießen wollten und ein gutes Spiel machen wollten und du als Verlierer kurz vor Schluss auch noch mit so einem Nackenschlag dann vom Platz gehst, dann ist erstmal Enttäuschung da, aber wenn du dann in die Analyse schaust, haben wir Regensburg, jetzt wissen wir es einige Monate später, wie stark dieser Gegner ist. Und ich glaube, gerade die zweite Halbzeit, das war ein Spiel auf ein Tor. Wir haben eine große Chance nach der anderen vergeben. Ich kann mich erinnern, Fitze Wolfram, Schuss, wo der Torwart unfassbar hält von 4-5 Metern. Da gehen wir 20 Minuten vor Schluss 2-1 in Führung und am Ende nicht als Verlierer vom Platz. Und diese Kleinigkeiten, ja, die entscheiden dann über Sieg oder Niederlage. Aber die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war richtig gut. Auch ein Großteil, 60 Minuten in Saarbrücken. Da führst du 3-1 in Saarbrücken. Haben hinten raus sehr viel verkehrt gemacht in den letzten 20, 30 Minuten. Aber wie gesagt, in der Analyse haben wir gesehen, ja, der Weg ist der richtige. Ja, und dann kam irgendwann dieses Matchglück, von dem man immer so schön redet, dieses Spielglück einfach auch zurück. Das war das Spiel gegen Bielefeld. Das war hier für uns natürlich das absolute Highlight-Spiel, auf das wir uns seit Jahrzehnten gefreut haben hier in der Region. Die einen möchten nicht vom Derby sprechen, die anderen sagen Nachbarschaftsduell. Am Ende ist es ja auch egal, wie es jetzt genannt wird. Am Ende hat es einen Sieg für den Sportclub gegeben. Das hat jedem Ferler, glaube ich, eine riesig breite Brust gemacht. Und für euch als Mannschaft war das so ein bisschen der Wendepunkt, wo man gesagt hat, ja, das können wir, jetzt können wir auch die Großen schlagen. Ja, zum einen war es, so wie du sagst, ein Tag, auf den wir uns extrem gefreut haben. Es war ausverkauftes Haus, das erste Mal. Hier in allen Spielen bisher durch dieses coole, enge, emotionale Stadion, viele Menschen nah dran, ist es auch, wenn es halb voll ist, fühlt es sich nicht an dann wie 2,5 oder 2,6, 2,7, sondern dann fühlt es sich an wie woanders, wenn du vor 8.000 Zuschauern stehst. Spielst, aber ja, dieses ausverkaufte Haus mit einem Fanblock, der richtig Alarm gemacht hat, mit einer total, finde ich auch bemerkenswert, friedlichen Atmosphäre. Ne? Also es war wirklich ein toller Tag. Mit dann einem
Spiel, was in der Art und Weise, wie wir es gewonnen haben, wir haben es nicht, ich sag mal, in erster Linie erspielt, sondern wir haben es wirklich erfightet und haben in diesem Spiel jeden Meter gemacht. Es war emotional, ein Drehbuch, was cool war. Ja, das war so ein bisschen der Startschuss, wo auch vielleicht ein bisschen was zusammengewachsen ist. Die Fans, die ins Stadion kommen, erwarten dann in erster Linie, glaube ich, Identifikation. Sie wollen sehen, dass sie das Gefühl haben, ey, da ist eine Mannschaft, die will, die macht jeden Meter und die kämpft um jeden Meter. Und gerade in diesem Spiel, was den Menschen auch viel bedeutet, konnten wir das Zeichen setzen. Ja, das sind wir. Wir sind die Mannschaft, die nicht nur in Schönheit stirbt, sondern die einfach auch die Ärmel hochkrempeln kann. Und das war an diesem Tag gefragt. Und deshalb, glaube ich, ist da auch was passiert in der Interaktion, wo wir einfach auch ja, Nähe geschaffen haben durch die Art und Weise, wie wir dieses Spiel gewonnen haben. Du hast gerade ein Wort benutzt, Startschuss, hast du gerade gesagt. Das war der Startschuss, das Arminia-Spiel, für 11 Siege in Folge. 9-mal Liga, 2-mal... Siege wäre schön gewesen, ungeschlagen. Ja, 11 Siege wären noch besser gewesen. Ja. Habe ich aus 5 Siegen 11 gemacht. Nein, für die Statistik folgten 11 ungeschlagene Spiele, 2-mal im Pokal und 9-mal dann in der Liga. Startschuss, darauf wollte ich einmal kurz zurückkommen. Am Anfang der Saison lief das irgendwie nicht so. Chancen kreiert, ohne Ende, trotzdem verloren, sehr unglücklich. Danach 11-mal nicht verloren. Was ist da anders gewesen? Was hat sich verändert? Und hast du einen Grund, warum es auf einmal lief und lief? Man muss es nur noch laufen lassen? Ja, was mich vor allem in diesen Siegen freut, ist nicht nur die Meisterschaft. Ja, wir haben auch von allen mitgegeben bekommen, was der Pokal dem Verein, den Fans hier bedeutet und dass wir die Spiele nicht nur gewinnen, sondern die Art und Weise, wie seriös wir von der ersten Minute an das nicht auf die leichte Schulter genommen haben, ist eine Tatsache, die auch wiederum Charakter zeigt, gerade wenn man als höherklassiger Verein gegen Mannschaften spielt, wo man vielleicht auch mal denkt, man kann mit ein bisschen weniger Gas Spiele gewinnen. Nein, haben wir nicht gemacht. Wir haben jedes Spiel mit 100% sind wir angegangen. Und dann ist Fußball halt auch ein mentales Spiel. Wir sind belohnt worden für unseren Mut. Wir haben auf einmal Erfolgserlebnisse gehabt. Die Brust wird breiter. Dinge, die vorher vielleicht schon gut waren, klappen dann nochmal besser. Und wir sind nicht satt geworden. Also als dann irgendwann das vierte, das fünfte Spiel reingelaufen ist, haben wir weitergemacht und das ist dann auch wieder eine Mentalität zu sagen, ja, es gibt diesen schönen Spruch, meine Jungs haben das schon ein paar Mal gehört, mit Talent gewinnt man Spiele, aber immer und immer wieder gewinnen, dafür braucht man Charakter und diese Gier, diesen Charakter, die haben wir in der Phase gehabt, ist dann ein Zusammenspiel zwischen breiterer Brust, einer guten Phase, wo du dann vielleicht auch in Spielen zurückkommst, wo es nicht gut aussieht. Ich erinnere mich an Aue, ne, bis kurz vor Schluss noch zurückgelegen und das Ding gedreht. Also in diesen 11 Spielen war ja viel dabei. Da waren Spiele von vorne weg marschiert, heißt 5-0 in Essen gewonnen. Es waren aber auch Spiele wie eben Aue, wie Halle, wie Spiele, die du gedreht hast, wo du einfach auch nochmal Mentalität gezeigt hast und das geht vor allem, ja, Fußball ist tatsächlich auch viel Kopfsache und da haben wir eine mentale Stärke in dieser Phase auch gezeigt. Ja, und dann reitest du so eine Welle. Ne? Und die Welle, ja, war groß, die war lang, man braucht einen... Schade, dass du wahr sagen musst. Ne? Ich würde jetzt gerne hier heute sitzen, ja, und würde sagen, ist, aber ja. Wir würden die Welle noch über Weihnachten weitertragen. Ja. Diese Welle. Die ist jetzt aber nur einmal ganz kurz abgegeben. Jede Welle ist ja irgendwann mal vorbei, aber dann sucht man sich als Surfer eben die nächste Welle. Im Moment sind wir da noch nicht auf dem Board oder haben halt noch Ausschau nach der nächsten Welle. Es hat jetzt 2 Niederlagen gegeben. Das war klar, dass das irgendwann kommen musste. Die Frage ist aber, wie regelt man dann da drauf? Jetzt ist auch mal ein Misserfolg da. 2-mal nacheinander, Ende der Hinrunde. Und ja, wie planst du da jetzt zur Rückrunde stärker rauszukommen? Wie nehmen die Jungs das auf? Und wie bereitet ihr euch vor auf die nächste Welle? Ja, ich glaube, dass wir eine riesen Chance haben, jetzt mit dem Viktoria Köln-Spiel hier zu Hause einfach die Rückrunde erfolgreicher zu beginnen als die Hinrunde. Wenn wir das Spiel gewinnen, haben wir 3 Punkte schon mal mehr als in der Hinrundentabelle. Aber auch für den Kopf ist es total wichtig, am Mittwoch nochmal alles zu mobilisieren, den Menschen hier auch nochmal ein tolles Heimspiel
zu zeigen, für uns selber mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause dann auch zu gehen. Und die Herangehensweise, da wiederhole ich mich, und die Kunst ist es genau, dass dieser Moment kommt, dass wir keine 20 Spiele am Stück hier gewinnen oder ungeschlagen sind in der dritten Liga. Ich glaube, ja, gerne hätten wir das, aber dass solche Momente immer wieder kommen. Wir haben die letzten beiden Spiele nicht gut gespielt, muss man ganz klar sagen. Es sind zwei Niederlagen, so am Stück auch zwei Leistungen, die wir noch nicht in dieser Saison am Stück hintereinander hatten. Ich fand, dass es verdiente Niederlagen waren. Aber genau jetzt ist der Zeitpunkt auch wieder zu sagen, in den Phasen, wo es gut lief, was hat uns zu dieser Mannschaft gemacht? Was hat uns als SC Verl in diesen Lauf gebracht? Und dann musst du zwangsläufig dahin kommen. Wir dürfen nicht anfangen, Dinge zu hinterfragen, die zuletzt gut waren. Also wenn die Leute dann sagen, okay, aber muss man denn weiterhin hinten raus so mutig spielen? Ja, das ist unsere DNA. Das ist das, warum wir dorthin gekommen sind. Das ist das, was die Jungs möchten. Das ist das, was die Jungs können. Und wieso soll man dann, wenn mal ein, zwei Ergebnisse oder Spiele so gelaufen sind, auf einmal von dem abkommen, was in der Phase einen auch getragen hat? Und ja, unsere Aufgabe wird es sein, alles reinzuhauen in den Mittwoch, mit voller Überzeugung auf den Platz zu gehen und hier zu Hause, wie gesagt, einfach nochmal ein emotionales Spiel draus zu machen und einen positiven Abschluss zu finden. Also bleiben bei uns und wackeln nicht, wenn Ergebnisse nicht reinkommen. Jetzt ist Ruhe ja was den Verein auszeichnet. Man kann hier ganz entspannt arbeiten, die Medien sind sehr zurückhaltend. Das war irgendwann vor sechs Wochen, hat sich das plötzlich geändert. Da hat sich eine Zeitung eingeschaltet mit vier großen Buchstaben, die meinte auf einmal zu wissen, was jetzt mit unserem Spieler Oliver Battista Meyer so alles möglich ist. Dann wurde von Zweitliga geredet, da wurde von Relegation geredet. Ist das auch irgendwie so ein Thema, was völlig neu war und wo man auf einmal so ein bisschen durcheinander gebracht worden ist? Oder ist das alles an euch abgeprallt und habt ihr nicht viel von mitbekommen? Mitbekommen hat das jeder. Aber es ist ja vor allen Dingen erstmal ein gutes Zeichen. Also das sind ja alles Themen, die ein Produkt dessen sind, dass wir Aufmerksamkeit erlangt haben über gute Leistungen, gute Ergebnisse, individuell gute Leistungen, aber vor allen Dingen als Team erfolgreich zu sein. Und du sprichst Thema Olli an. Ich glaube schon, dass es nicht so einfach ist, wenn du ein junger Kerl bist, der gefühlt 20 Mal am Tag irgendwo ja, seinen Senf zu einer Situation geben muss, wo du selber gerade noch nicht weißt, wie es weitergeht. Der jetzt, ja, wir haben jetzt heute Montag bei der Aufzeichnung und wir spielen am Mittwoch. Ja. Am Mittwoch ist die Hinrunde bzw. das Halbjahr vorbei. Und ich glaube nicht, dass er mit seiner Freundin heute weiß, wo er am Donnerstag und am Freitag übernachtet oder was sein Weg sein soll, wo alles hingeht und dass sowas nicht spurlos an einem individuellen Spieler vorbeigeht. Ich glaube, das haben alle die, die in Olli über 90% der Saison jetzt dieses Halbjahr gesehen hat und die letzten zwei, drei Spiele gesehen hat, ja, dass das, was mit einem Kerl macht, ich glaube, das ist absolut menschlich. Wir als Verein, als Mannschaft, haben diese Themen wahrgenommen, aber eigentlich sind es ja coole Themen. Wenn du auf einmal mit Tabellenregionen, mit ja auch wenn du Dritter bist, dann bist du gerade auf einem Relegationsplatz in der dritten Liga und dass dann diese Fragen kommen, ist ja ganz normal. Und dann ist das ja etwas, was dich eigentlich bestätigt. Aber wir sind auch so schlau, dass wir wissen, wer ist hinter uns. Es ist kein Sport, es ist eine lange Strecke, die zu gehen ist und derjenige wird am Ende oben sein, der einen langen Atem hat und der Kontinuität reinbekommt und gerade haben wir eine gute Phase, aber eine gute Phase heißt nicht, dass du am Ende vor Mannschaften, vor Vereinen kommst, wir reden gerade über Saarbrücken, über Ingolstadt, über Sandhausen, was für ja, finanzieller Aufwand, was für Kader, mit denen wir dort konkurrieren und da muss schon sehr, sehr viel passen, damit du am Ende der Saison mit diesen Mannschaften Schritt halten kannst. Aber aktuell halten wir mit ihnen Schritt, also haben wir vieles gut gemacht bis hierhin. Ja, zum Ausblick kommen wir gleich noch. Ja. Das ist schon mal ein kleiner Fingerzeig
in die Richtung, wie ihr so tickt, wie ihr so drauf seid, was ihr so für Ziele habt. Aber das machen wir gleich. Lass uns nochmal eine Frage bei Olli bleiben einfach. Du hast jetzt das Glück, dass du ihn eine Zeit lang trainieren durftest, aller Wahrscheinlichkeit. Wird es nicht mehr so lange dauern, aber wie hast du ihn wahrgenommen? Seine Entwicklung, als du gekommen bist, da wo er jetzt ist, wie würdest du das einschätzen? Ja, also vom ersten Tag an, und das wird wahrscheinlich mein Trainerteam und Sebastian Lange bestätigen können. Erste Testspiel, Gütersloh, wenig Trainingseinheiten. Fast gar keine. Das war, glaube ich, zweiter oder dritte Tag. Ja. Und wir gehen vom Platz runter und habe gesagt, ich glaube, dass dieser Spieler ein Unterschiedsspieler in dieser Saison werden kann. Da braucht man nicht viel. Man sieht, wie ein Spieler sich bewegt. Man sieht, was für Fähigkeiten er hat. Man sieht, da kommt Tempo, da kommt Dribbelstärke, da kommt Schusstechnik, da kommt einfach so viel zusammen, dass ja, es einfach nur dann eine Aufgabe ist, diesen Jungen in eine gute Energie zu bringen, ihm Vertrauen zu geben, ihn zu bestärken in den Themen, die er gut macht, ihm vielleicht ja, Hilfestellung zu geben in den Bereichen, wo er noch Luft nach oben hat, ihn einzubinden in eine Gruppe, zu sagen, ey, bei allem dem, wie du Fußball denkst, ist sicherlich, wenn Olli Battista-Meyer am Fußball denkt, abends im Bett liegt und auf das Spiel am nächsten Tag schaut, dann wird er, sage ich mal, als erstes an Szenen mit Ball denken. Aber wichtig ist, dass alle fürs Team da sind, dass alle gegen den Ball mitmachen, das einzufordern und auch in diese Gruppe dann eben mit reinzubringen, mit all den Fähigkeiten, die er nach vorne hat, ist dann die Aufgabe eines Trainers. Und dann, ja, muss man sagen, der Olli hat das schon, also es ist nicht der Erfolg eines Trainerteams, sondern es ist ein Erfolg der Gruppe, die den Olli mitgenommen haben. Er hat das sich selber erarbeitet und er hat natürlich auch, das muss man sagen, individuelle Aufmerksamkeit bekommen, weil wir als Mannschaft viel gemacht haben. Mir war auch in den letzten Wochen zu viel OBM. Es war zu viel auf eine Person, weil all das, was wir an Erfolgen hatten, diese Hinrunde, ist ein Produkt einer tollen Mannschaft gewesen. Wie haben wir unsere Tore geschossen? Wir haben aus Kombinationsfußball unsere Tore geschossen, wo immer viele von eingebunden waren. Wir spielen aber auch mit einem System, wo viele Offensivspieler da sind. Also Olli ist oft als Freigeist irgendwo in torgefährlichen Räumen, hat er auftauchen können, hat Bälle bekommen, hat Abnehmer gefunden und es hat sich irgendwann zugespitzt. Natürlich war er derjenige, der vielleicht den letzten Pass dann oft eine Standardsituation reingebracht hat. Aber das ist zu zugespitzt jetzt auf eine Person. Und ich könnte so viele Jungs mit aufzählen, die zu unserem Erfolg beigetragen haben, die Olli geholfen haben, diese Scorerpunkte zu bekommen. Und das hat mir persönlich nicht gefallen. Mich hat es auch genervt gefühlt. Bei Magenta vor jedem Spiel war Olli Battista-Meyer, Olli Battista-Meyer. Ja, der hat eine tolle Runde gespielt, aber ein bisschen despektierlich den anderen Jungs gegenüber, weil ja, die hat man aus dem Fokus verloren und die hätten es genauso verdient gehabt. Dann freuen wir uns auf noch ein Spiel in diesem Jahr mit Oliver Battista-Meyer, aber auch in unserer schönen Sportclub-Arena, denn dahin sind wir zurückgekehrt am Anfang der Saison. Das ist das kleinste Stadion im deutschen Profifußball mit 5.000. Es ist automatisch gemütlich, es ist voll, auch wenn nur 2.000, 3.000 da sind, wirkt es, als wenn es ausverkauft wäre. Ist das auch mit so einem Faktor, kleines eigenes Stadion endlich wieder zu Hause zu sein, wo man sagt, ja, das ist unser Stadion und hier musst du uns erstmal schlagen? Wie würdest du die Stimmung und die Entwicklung so einschätzen? Habe ich ja eben schon mitgegeben, wie es sich anfühlt hier. Und ich glaube, dass wir uns pudelwohl hier fühlen. Ne? Wir kommen aus unseren Kabinen, in denen wir auch in der ganzen Woche unsere Zeit verbringen, in unser Stadion, vor unsere Fans und die Momente, wo wir dann auch vor dieser Fankurve, und da gab es viele in dieser Halbserie, dann Dankeschön sagen durften für den Support, für den ja, es geht immer noch mehr. Also ich glaube, dass wir froh sind, wenn in der Rückrunde vielleicht der ein oder andere von zu Hause auch noch den Weg hierhin findet, weil bei uns, unsere Spiele sind nicht langweilig. Hier ist
wirklich Fußball, wo was passiert auch. Hier wird nicht eine halbe Stunde von rechts und nach links verschoben, sondern hier passiert viel auch während eines Spiels. Deswegen glaube ich, es lohnt sich hier hinzukommen. Und ja, diese Momente sind die schönsten. Also Fußball spielt man, weil man Emotionen transportieren will. Und das schaffen wir hier. Wir freuen uns jetzt auf dieses letzte Event, dann noch ein Flutlichtspiel. Nochmal macht immer, nochmal gibt so die extra Prozent. Und ich hoffe, dass wir genau dort vorne am Mittwoch stehen. Danke sagen für einen überragenden Support in dieser Halbserie und dass ja auch die Energie wieder von uns zu den Fans und von den Fans zu uns, dass dieser Austausch wieder gelingt. Ja, du hast es gesagt, hier wird nach vorne gespielt. Das bringt uns ein bisschen zu der Frage nach der Strategie, nach der Herangehensweise. Wie stellt ihr euch auf die einzelnen Gegner ein? Es ist völlig klar, es wird eine Videoanalyse gemacht, das ist normaler Standard geworden. Aber trotzdem, diesen tollen Fußball durchzuziehen, sich trotzdem auf den jeweiligen Gegner einzustellen, zu gucken, was kann der gut, was kann der vielleicht gar nicht so gut und wie können wir dagegen angehen? Ich glaube, das ist was. Das ist so eine kleine Geheimnistruhe, das weiß ich wohl. Aber kannst du mal so ein... Ich kann dir alles mitgeben. Ja, dann taufen wir das jetzt mal um, ja. Ehrlich nachgefragt. Überhaupt, da gibt es kein Geheimnis. Total schmal gehalten. Ich bin gar kein Fan davon, einen Gegner auseinanderzunehmen, mich zu sehr mit dem Gegner zu befassen, sondern aus einer eigenen Stärke heraus ein Spiel anzugehen und zu sagen, natürlich, man weiß, Räume... gibt der eine Gegner vielleicht mehr am Rücken durch eine hohe, hochstehende Kette her, andere geben Zwischenräume her, die einen sind kompakt, die anderen sind weniger kompakt. Das gibt immer wieder definierte Räume für uns, die interessant wird zu bespielen oder Chancen eben auch, wo man Räume bespielen kann. Aber ich glaube, dass wir ja, wahrscheinlich, wenn man es vergleichen würde, mit die schmalste Vorbereitung auf einen Gegner haben im Detail. Weil ich möchte, dass wir aus unserer Stärke heraus agieren, dass wir unsere Themen immer wieder versuchen auf den Platz zu bringen. Und ja, es gibt natürlich eine Dreierkette, die läufst du aus unserer Raute, dann geht der Zehner eben durch und wir laufen 3 auf 3 an, spielen sie eine Viererkette, dann hast du ein bisschen anderes Anlaufmuster. Aber wir haben jetzt so oft schon gegen unterschiedliche Formationen gespielt, dass eigentlich die Dinge geklärt sind und es nur noch jetzt gilt, Jungs, jetzt ist wieder das gefragt, jetzt ist wieder das gefragt und gar nicht zu sehr auf den Gegner einzugehen. Und damit sind wir gut gefahren. Das hat auch was mit Haltung zu tun, mit Überzeugung zu tun. Und ja, ich glaube, je weniger der Kopf nachdenkt, was hat der Trainer jetzt nochmal gesagt, was müssen wir jetzt machen gegen die? Ah ja, das ist ja diesmal ein bisschen anders, jetzt müssen wir wieder ein anderes Muster bringen. Dann sind Dinge über den Kopf verschaltet. Ich glaube, dass es immer sinnvoll ist, von Automatismen zu leben, weil dann weißt du irgendwann nach 10 Spielen, okay, wir machen immer wieder auch gewisse Muster gleich und dann ja, gilt es nur, das Rädchen minimal nach links oder nach rechts zu drehen und Feinheiten anzupassen. So ist auf jeden Fall unsere Herangehensweise, meine Vorstellung vom Fußball, mich ein bisschen zu lösen vom Gegner. Ein freier Kopf besiegt jeden Zweifel, hat mal ein weiser Mann gesagt. Ich weiß gar nicht, wer es war. Ja, aber es passt zu dem, was du sagst. Wir machen es dann gar nicht so sehr im Kopf und analysieren. Dann wissen die ja gar nicht mehr, was sie auf dem Platz machen sollen. Wenn der Kopf nur nachdenkt, was passiert hier als nächstes, was soll passieren, dann steht es hinten 0-1. Das ist auch blöd. Ja, vielen Dank für den Einblick da. Hast du dich so ein besonderes Highlight irgendwie in dieser Saison? Wir haben es schon während der letzten Viertelstunde, wir haben über Bielefeld gesprochen. Wir haben über das 5-0 in Essen gesprochen. Irgendwann haben die Fans gesagt, Ende auf den Zaun. Ist das auch nochmal so eine Nummer gewesen? Gar nicht. Oder, also, was ist da passiert? Ja, das grundsätzlich dieses Bielefeld-Spiel war ein besonderes. Ja. Auch der Sieg gegen Dynamo Dresden hier zu Hause war ein besonderer Sieg, weil es einfach eine bärenstarke Mannschaft ist. Ein 5-0 in Essen. Ich glaube, war der höchste Sieg des SCVR jemals in der dritten Liga. War gegen, weiß nicht, ob Essen schon ein Heimspiel, ich glaube, die waren noch ungeschlagen zu Hause auch zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall, das war natürlich ein besonderer Tag. Aber allgemein in dieser Liga sind so viele tolle Traditionsvereine. Mir hat das Spiel in Aue sehr, sehr viel gegeben. Nicht nur, weil wir zum Schluss dieses Spiel in 90 und 90 plus X da
dann gedreht haben, einfach weil das Ganze drumherum total cooles Stadion, ein bärenstarker Gegner, dann total freundlich empfangen worden dort, ein Spiel dann gegen Waldhof Mannheim, Traditionsverein auswärts auch gedreht. Ja, das sind alles tolle Gegner und ja, jedes Spiel hatte dann irgendwo seine Geschichte. Aber wenn ich mir dann was aussuchen könnte, dann wären es die Heimspiele tatsächlich gegen Bielefeld und gegen Dresden. Schön. Lass uns einen Blick in die Zukunft werfen, in die Rückrunde, ins nächste Jahr. Was habt ihr euch für Ziele gesetzt? Wo soll es hingehen? Wir haben es eben einmal schon so ein bisschen durchschimmern lassen. Da hast du schon kurz angedeutet, dass es hier nicht um den Platz im Mittelfeld geht. Das kann nicht der Anspruch aktuell sein, sondern dass man da schon noch ein paar sportlich ambitioniertere Ziele hat. Ja. Also wir sind als Verein sehr demütig. Und trotzdem hat uns diese Hinserie gezeigt, dass wir in dieser Liga mithalten können, dass wir in dieser Liga auch mit unserer Art und Weise einen Stempel aufdrücken können in Spielen, dass wir eine Besonderheit sind und dass wir jetzt in die Rückrunde nicht gehen, um irgendetwas zu verteidigen, sondern um zu sagen, ey, lass uns da weitermachen, lass uns Spiel für Spiel zu denken, weil alles andere macht keinen Sinn. Aber wir natürlich das Maximum rausholen wollen. Und wenn man sagt, wenn man 30 Punkte in der Hinrunde holt, dann kann es nicht sein zu sagen, ja okay, dann sind es 20 in der Rückrunde, sondern man möchte immer eine Weiterentwicklung und man möchte immer wieder auch ein Maximum angehen. Und das eine ist dieses Bodenständige im Verein, aber als Fußballmannschaft musst du ambitioniert sein, du musst dir Ziele setzen, du musst auch eine Leidenschaft und Feuer in deinem Herzen haben, um zu versuchen, das Maximum rauszuholen. Und was das Maximum sein kann mit dieser Mannschaft, das wird die Rückrunde dann zeigen, aber wir werden versuchen, die Latte so hoch wie möglich zu legen und ja, zu versuchen, diese Hinrunde zu wiederholen und im besten Fall am Mittwoch schon den ersten Schritt zu machen. Ein Punkt würde reichen, haben wir einen Punkt mehr wie in der Hinrunde. Aber ganz klar einfach anzuschieben und ambitioniert zu sein, weil, wie gesagt, du musst Ziele, du musst ein Feuer in deinem Herzen haben, du musst für etwas spielen. Ansonsten bist du fehl am Platz in dieser Sportart. Und wie gesagt, wir haben ehrlicherweise eine unfassbar schwierige Konkurrenz. Wir haben so viele Gegner, die einfach bärenstark sind, aber wir haben es gezeigt, dass wir es können und darum wollen wir da gerne weitermachen. Du hast schon mal das richtige Feuerzeug, um die Jungs anzuzünden, weil nehme ich jetzt mal gerne auf. Also halten wir fest, die gleiche Anzahl an Punkte in der Rückrunde wie in der Hinrunde, warum eigentlich nicht? Gerne. Und dann gucken wir, wo es endet. Gerne, würde ich natürlich unterschreiben, aber das wird viel, viel Arbeit sein. Das wird extrem viel Arbeit sein und wir werden weiter im Zusammenspiel mit euch allen, werden wir die Power brauchen. Also wir werden in schwierigen Zeiten die Fans brauchen, die uns dann mit pushen. Wir werden eine Mannschaft brauchen, die geschlossen bleibt. Wir werden viele Spieler, und das ist etwas, wo ich auch ein großes Dankeschön sagen möchte an diese Gruppe. Es gibt viele Spieler, die vielleicht ihre persönlichen Wünsche in dieser Saison, heißt, wie oft stehe ich in einer Startaufstellung, wie oft darf ich mich zeigen, die auch in der Vergangenheit wichtige Rollen gespielt haben und es immer noch tun, obwohl sie die Befriedigung über Spielzeit nicht bekommen. Diese Gruppe ist stark, weil sie im Kollektiv stark ist, weil alle mit anschieben, weil es eine Bank gibt, wo Jungs nicht im Finger auf andere zeigen und sagen, ja, aber dies oder jenes könnte ich besser, sondern Fußball ist immer eine Energie von einer Gruppe, die füreinander da ist, und das, glaube ich, ist unverzichtbar, um maximalen Erfolg zu generieren und maximalen Erfolg für den SC Verl wollen wir in der Rückrunde generieren, und deshalb wird immer die Gemeinschaft vor dem Individuum stehen. Und die Jungs, die gerade hinten dran sind, denen gilt von Herzen meinen Dank, dass sie sich auch so eingebracht haben, wie sie sich eingebracht haben und jedes Training bereichert haben. Und das ist eine große Stärke. Das war eigentlich schon ein schönes Fazit, ein schönes Schlusswort, ist mir gerade so eingefallen. Deswegen würden wir das an dieser Stelle genauso stehen lassen. Und ich sage danke an Alex für dein Hinrundenfazit. Ein sehr, sehr ehrliches, wie ich finde. Und wir freuen uns auf jede Menge packender Spiele in der Rückrunde. Vielen Dank und schöne Weihnachten.